und herzlich willkommen zu Teil 3 meiner Miniserie. Wie starte ich mit Keto? Worauf kommt es an? Was muss ich beachten? Für alle, die neu bei Keto sind, für alle, die es schon länger machen und das eine oder andere sicherlich auch hier aus meinen Miniserien mitnehmen können. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema bei Keto, um das man überhaupt nicht drum herum kommt, nämlich ums Thema Fette. Fette, das weiß man, ist bei Keto super wichtig. Eine ketogene Ernährung sind ja so gut wie keine Kohlenhydrate, also null Kohlenhydrate, sondern nur Kohlenhydrate aus Gemüse, dazu vorzugsweise grünes Gemüse, also bedeutet viel grünes Gemüse, moderat Protein und viel Fett. Jetzt ist aber die Frage, viele stellen sich die Frage, wie viel Fett darf ich und wenn ja, welches Fett und mache ich alles richtig und es passiert nichts, woran kann es denn liegen? So, ich möchte hier mit zwei großen Vorurteilen zunächst einmal aufräumen, die ich selber gegenüber Keto hatte und die ich auch recht schnell wieder revidieren musste. Nummer 1 ist nämlich, Keto ist doch gefährlich, weil das ganze Fett verstopft meine Arterien. Ja, das dachte ich auch, aber ich habe mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und tatsächlich ist es so, dass Fett nicht eure Arterien verstopft, sondern der Zucker. Und Zucker ist wirklich das Allerschädlichste, was ihr für euren Körper, euren Geist, eure Arterien machen könnt. Man muss es richtig machen, man muss natürlich auch die richtigen Fettquellen wählen. Also das sind antiinflammatorische Fettquellen, die also auch keine Entzündungen im Körper hervorrufen. Das werde ich auch gleich darauf eingehen, welche Fettquellen das denn sind. Und wenn ihr die nehmt, dann macht ihr alles richtig und dann, ganz liebe Leute, dann werdet ihr eine Arterienverfettung sicherlich nicht bekommen. Das war immer meine Meinung. Ich dachte immer, boah, Keto ist ja voll die Verfettung, alle Arterien werden verstopft. Aber so wie bei allem ist es einfach der Zucker, der schuld ist. Ketogene Ernährung, ganz klar null Zucker. Also Zucker ist tatsächlich noch wichtiger als Kohlenhydrate. Also auf den Zuckergehalt immer schauen. Der ist viel entscheidender als die Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate, das beinhaltet oft auch Ballaststoffe, die werden eh wieder ausgeschieden, also die haben überhaupt keine Wirkung. Und genau, sehr, sehr viel Gemüse, vor allem grünes Gemüse, also so unlimitiert, so viel ihr wollt. Grünes Gemüse hat sehr viel Kalium, da habe ich letztes Mal schon drüber gesprochen, warum grünes Gemüse so wichtig ist. Schaut euch gerne auch meine anderen beiden Serien zu dem Thema an, die findet ihr auf meinem IGTV. Auch das werde ich wieder hier reinladen, sodass ihr es euch auch im Nachgang anschauen könnt oder an irgendwelche Leute geben könnt, die mit Keto starten wollen und keine Ahnung haben, wie sie mit dem Fett umgehen sollen. Genau, moderat Protein, mehr Fett. So, Nummer 2, was viele denken, wenn sie mit Keto starten, ist, oh, Fett hilft viel. Also, klar, wir haben alle gelernt, Fett macht nicht Fett, ja, geschweige denn, man isst die richtigen Fette. Was natürlich der Übeltäter ist, ist Fett in Kombination mit Zucker. Das, liebe Leute, ist wirklich das Allerschlimmste, was ihr eurem Körper antun könnt. Also Fett in Kombination mit Zucker, am besten dann noch schlechte Fette, solche Transfette, also zum Beispiel so ein Croissant vom Bäcker oder sowas. So lecker es schmeckt, aber das ist wirklich so der Oberkiller. Da ist dann auch Fett, also da hilft auch Fett nicht mehr wirklich weiter, weil da ist der Zucker einfach viel zu hoch und die Kombi ist wirklich tödlich. Genau, also viel Fett, dann verbrenne ich auch viel Fett. So, zu viel Fett ist natürlich immer, also zu viel Fett ist dann in dem Fall auch nicht mehr gut, weil natürlich, klar, braucht man Fett in der ketogenen Ernährung, unter anderem halt, um auch länger satt zu bleiben, um eben länger auch, zum Beispiel, wenn man das mit Fasten macht, um eben über diese Fastenzeiten zu kommen. Zu viel Fett lässt sich aber dann das Fett aus der Nahrung verbrennen und nicht dein Körperfett. Und bei Keto, was wir ja erreichen wollen, ist ja quasi, dass das Körperfett angezapft wird. Wenn ich jetzt überall mega viel Fett drauf haue, also es gibt wirklich Leute, die löffeln Kokosöl, die löffeln Butter, die machen sich irgendwie abends noch so einen Snack mit, weiß ich nicht, purer Butter und Mascarpone und frag mich nicht was. Mag oberlecker sein, aber also zu viel Fett, dann wird auch nichts passieren. Weil klar, Nahrungsfett wird dann der Körper verarbeiten, aber nicht das körpereigene Fett. Und das wollen wir ja. Deswegen bedeutet halt Keto nicht viel Fett für viel Körperfettverbrennung. Also von da muss man eben einfach schauen. Am Anfang natürlich, je nach Sättigungsgefühl, ein bisschen mehr Fett. Dann kann man da wieder runterschrauben, wenn man merkt, man kommt eben über einen längeren Zeitraum mit der Anzahl, mit der Menge an Fett hin. Bis zur nächsten Mahlzeit, vor allem wenn ihr halt sagt, ihr macht Fasten, also wir machen gerade 20:4. Ich versuche dann schon zu den Mahlzeiten viel Fette zu essen, damit ich einfach länger satt bin. Aber ich übertreibe es jetzt nicht, also ich mache jetzt nicht, esse jetzt nicht eine halbe Butter am Tag oder sowas. Also erstens finde ich das super eklig. Zweitens ist es, glaube ich, auch einfach nicht Sinn der Sache, weil wir wollen ja ans Körperfett und die Körperfettreserven, die werden einfach nicht angezapft, wenn der Körper zu viel Nahrungsfett hat. Am Anfang ist es auch immer wichtig, wenn du neu startest mit ketogener Ernährung, dein Körper mag vielleicht nicht an dieses Fett gewöhnt sein. Das heißt, Fett immer langsam erhöhen. Also ihr fangt an mit einer höheren Menge an Fett, ihr schaut, tastet euch ran, ihr erhöht immer mehr und schaut einfach, wie es euch geht. Wenn ihr zu viel Fett
am Anfang in eure Ernährung integriert und gleich alles zuballert, dann werdet ihr Magen-Darm-Beschwerden bekommen, Durchfall und was noch, was alles noch. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch schneller wieder aufgeben, weil ihr euch denkt, hey, Keto bringt da gar nichts, ich krieg Durchfall davon. Deswegen langsam die Fettdosis erhöhen, bis zu dem Punkt, wo ihr schön gesättigt seid, wo ihr wisst, ihr kommt mit dieser Fettdosis über einen längeren Zeitraum ohne Nahrung hin. Am besten ist natürlich Keto immer auch mit einer gewissen Art von Fasten zu kombinieren, um einfach die Ketose nochmal zu fördern, um den Körper zu reinigen, das ganze Insulin ein bisschen rauszubekommen. Und dann könnt ihr wieder das Fett etwas reduzieren. Das ist nämlich auch der Punkt, warum viele auf so ein Plateau kommen, wenn sie Keto machen. Also alle, die Keto machen, um abzunehmen, ist natürlich einmal für uns ist nicht so der richtige Ansatz, weil wir sagen, hey, Keto macht man auch einfach, um den Körper ein bisschen von innen zu heilen, das Insulin ein bisschen zu heilen, um einfach wieder ein bisschen gesund zu werden. Und dann klappt es auch mit dem Abnehmen. Allerdings, ist es halt so, die verlieren am Anfang sehr, sehr, sehr viel an Gewicht. Das ist aber auch, ganz ehrlich, muss man sich eingestehen, leider ist es halt fast nur Wasser. Von daher wird man am Anfang einen sehr hohen Gewichtsverlust verzeichnen können. Und ab einem gewissen Punkt stagniert das Gewicht. So, wenn man jetzt nicht weiterkommt, wenn man aber weiß, okay, der Körper ist aber so an sich gesund, dann kann man auch versuchen, einfach das Fett ein bisschen runterzuschrauben und dann wird es auch wieder weitergehen. Also wenn man so ein Keto-Plateau erreicht hat, wo das Gewicht einfach stagniert, dann nicht denken, oh, mehr Fett hilft, mehr Fettverbrennung. Im Gegenteil, lieber ein bisschen mit den Fetten runtergehen und dann funktioniert das ganz gut. Vielleicht noch ein bisschen mit intermittierendem Fasten ausprobieren und dann wird man dieses Plateau auch überwinden. Genau. Was bedeutet das jetzt konkret? Also pro Mahlzeit ungefähr 20 bis 40 Gramm Fett. Und das ist also der reine Fettwert. Das ist jetzt nicht irgendwie bei Protein, sagt man ja irgendwie, ja, so 200 Gramm. Aber da das komplette Fleisch zum Beispiel oder der komplette Fisch, also nicht das reine Protein. Und bei Fett eben 20 bis 40 Gramm pro Mahlzeit ist okay. Wenn du halt neu bist bei Keto, fang mit 20 Gramm an. Wenn du sagst, du brauchst eine Grammangabe, du misst es eh alles, du trackst es eh alles, du hast eine Waage zu Hause und wiegst alles ab, dann fang mit 20 Gramm an. Wenn du dann schon ein bisschen Keto adaptiert bist, kannst du auch erhöhen auf 40 Gramm. Wenn du eh ein bisschen, sag ich mal, stämmiger bist, sportlicher und einfach ein bisschen mehr Masse hast, dann kannst du auch schon mit mehr Fett anfangen, genau. Und dann kannst du es natürlich wieder runterregulieren auf 20 Gramm, aber unter 20 Gramm würde ich nicht gehen, einfach auch fürs Wohlbefinden und für die Energie, damit du halt auch Power hast, weil wir ja keine Kohlenhydrate haben, natürlich auch anderweitig dann in dem Fall Energiequelle benötigen. Und das sind eben die Fette, die uns dann helfen, auch Energie zu bekommen. Genau, warum ist jetzt Fett so wichtig in der ketogenen Ernährung? Viele verstehen das gar nicht. Viele fragen mich dann auch immer, aber Keto, oh, ist so viel Fett nicht schädlich? Und ist es nicht, also das kann ja nicht gut sein, so viel Fett zu essen. Welches Fett, komme ich gleich noch, aber warum ist das Fett überhaupt so wichtig? Weil einmal hält dich Fett länger satt als zum Beispiel Kohlenhydrat oder mageres Protein. Also das ist halt besonders wichtig, dadurch bist du länger satt. Außerdem lässt es deinen Insulinspiegel, also es ist ein Nahrungsmittel, was den Insulinspiegel also am wenigsten ansteigen lässt, ebenso den Blutzuckerspiegel. Also es wird am wenigsten Insulin ausgeschüttet, wenn du Fette isst. Selbst bei magerem Protein wird ein bisschen Insulin ausgeschüttet und kann dann eben auch diese Insulinresistenz oder das zu viel Insulin, das wir alle im Körper haben, nicht mehr heilen. Und entsprechend ist Fett einmal wichtig, weil es dich lange satt hält. Dadurch hast du weniger Heißhunger, du hast weniger Lust zu snacken. Du bist wirklich über einen längeren Zeitraum gesättigt bis zur nächsten Mahlzeit. Du kannst teilweise sogar dann halt auch 16 zu 8 machen, 20 zu 4. Manche machen OMAD, One Meal a Day zu dem Fasten. Und zu OMAD werde ich dann in meiner nächsten Instagram-Session dann kommen. Aber also es hält dich satt, du isst seltener, es wird weniger Insulin ausgeschüttet und der Körper profitiert eben dann von diesen längeren Fastenzeiten immer dieses ständige Essen. Jedes Mal, wenn wir essen, schütten wir Insulin aus und jedes Mal, je mehr Insulin wir ausschütten, desto mehr haben wir im Körper, jetzt mal ganz grob gesagt, und irgendwann haben wir zu viel und das ist dann eine Vorstufe von Diabetes und das kann auch allerlei andere Krankheiten und entzündliche Krankheiten überhaupt im Körper hervorrufen. Deswegen ist halt das Ziel der ketogenen Ernährung auch nicht nur für die vielen, für die meisten ist es Abnehmen. Für mich ist es vielmehr eine Genesung des Körpers, das Insulin zu reduzieren und dann funktioniert es auch einfach abzunehmen oder zuzunehmen. Erstmal musst du gesund werden und dann kannst du auch abnehmen.
So, jetzt haben wir über Fette gesprochen. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten von Fetten. So, was für Fett soll ich denn jetzt essen eigentlich? Also gut 20 bis 40 Gramm haben wir jetzt schon festgestellt. Ist okay, ist ein guter Richtwert. Wenn ich dann zu viel habe, dann lieber ein bisschen runterregulieren, um wieder weiter abzunehmen, wenn das mein Ziel ist. Aber halt immer so viel, dass du gesättigt bist. Also man sollte wirklich immer ausreichend essen, dass man halt gesättigt ist. So, was für Fette? Also es gibt eben Fette, die sind stark entzündlich im Körper. Die sollte man halt besser meiden. Also das sind wirklich Fette, die sind wirklich minderwertig. Also beim Fett ist es so, spart nicht an den Lebensmitteln, spart nicht an eurer Gesundheit. Ich bin immer ein Freund davon, lieber mal irgendwie weniger oft essen zu gehen und dafür wirklich in hochwertige Lebensmittel zu investieren, weil euer Körper wird es euch danken. Also so hochentzündliche, inflammatorische Fette sind zum Beispiel Rapsöl, Maisöl, solche Sachen, das besser meiden. Sonnenblumenöl ist auch eher so, naja, kritisch. Das sind halt Öle, die schnell ranzig werden. Ich empfehle euch bei den Fetten einmal auf eine gute Weidebutter zu setzen, also wirklich aus Weidetierhaltung, weil da ist es halt einfach, weiß man, das ist einfach die beste Butter, die du haben kannst. Auf Kokosöl, damit macht man immer alles richtig. Avocados sind eine super gute Fettquelle, wirklich ganz toll für den Körper. Nicht so eine gute Ökobilanz, deswegen esse ich persönlich jetzt auch nicht so häufig Avocado, obwohl ich es echt, echt gerne mag. Dann natürlich sowas wie ja, Leinöl, Leinsamen, dann könnt ihr auch zum Beispiel Schwarzkümmelöl nehmen oder ein MCT-Öl. MCT-Öl empfehle ich jedem, der Keto anfängt. MCT-Öl ist nämlich wahnsinnig effektiv. Das ist eine Fettsäure, die den Körper dazu bringt, auch eben Ketonkörper zu bilden. Und dadurch bringt es dich, also pusht es so ein bisschen die Ketose. Und gerade am Anfang, wenn man noch nicht so weiß, macht man sich das einfach überall ein bisschen drauf. Nicht zu viel, weil auch da gibt es Magen-Darm-Beschwerden, weil das ist eine Fettsäure, die der Körper nicht so gewohnt ist. Und dann ist man eigentlich super gut aufgestellt. Genau, also ich versuche viel so pflanzliche Fette tatsächlich zu machen. Butter, Weidebutter, ja. Aber ich mag sehr gerne Kokosöl oder halt ein gutes Olivenöl, hochwertiges Olivenöl. Das da nicht so zum Kochen jetzt, würde ich eher Kokosöl empfehlen tatsächlich. Oder Ghee, das ist geklärte Butter, das ist auch super. Butter darf man nicht so hoch erhitzen, Butter also vielleicht dann am Ende irgendwie dazugeben. Oder halt Butter auf Ketobrot, voll geil, das gute alte Butterbrot. Es gibt nichts Besseres. Und ein hochwertiges Olivenöl für euren Salat. Ihr könnt auch ein Avocadoöl nehmen, Leinöl oder eben ein Schwarzkümmelöl oder ein Sesamöl. Aber am besten vermeiden eben Rapsöl, Maisöl, Maiskeimöl. Also Mais sowieso schon wegen der ganzen genmodifizierten Sache. Also das ist mir auch nicht so ganz geheuer. Also halt wirklich auch, das seht ihr dann auch schon im Supermarkt, die Öle, die wirklich billig sind, ja. Also so ein Rapsöl kostet einen Liter 1 Euro. Naja, weiß ich nicht. Klar, teuer ist nicht immer gut, aber das so Öle, die schnell ranzig werden, damit würde ich meinem Körper eigentlich das nicht gerne geben. Wenn ich schon viele Fette esse, dann auf jeden Fall gute Fette. Das können auch Nüsse sein, das kann Nussmus sein, das kann Tahini sein, Sesammus, Sesamöl, wie gesagt. Das ist alles super, MCT-Öl, Olivenöl, Avocados. Alle diese Fette sind sehr, sehr gut geeignet. Auch sowas wie Rinderschmalz oder Rindertalg für die Nicht-Vegetarier eine super Sache. Man kann auch einfach, wenn man sich ein Fleisch anbrät, das Fett zum Beispiel auch auffangen und dann wieder verwenden. Also das sind alles so Sachen, die kann man auf jeden Fall machen und wirklich darauf achten. Also für eure Gesundheit sollte euch nichts zu schade sein. Wir haben schon gesagt, wichtig ist es halt auch, dass der Körper gesund wird. Ich merke, dass in meinem Körper sich einiges tut, seit wir uns so ein bisschen mit Fasten und Ketogen ernähren und dass sich ein bisschen was verändert und dass ich mich rundum wohlfühle und besser fühle und dass da halt einfach ein bisschen was abgeht. Und das ist schon mal der erste Schritt. Für mich ist es nicht das Ziel, irgendwie abzunehmen oder irgendwie zuzunehmen. Ich möchte einfach nur meinem Körper was Gutes tun, in guten Energie- und Stoffwechselzustand wieder kommen. Und dafür ist diese Ernährungsform in Kombination mit Fasten super geeignet. Genau, das war's dann auch schon. Das nächste Mal, wahrscheinlich am Sonntag, werde ich über das Thema OMAD sprechen, One Meal a Day, was es da zu beachten gibt und vor allem auch über das Thema Fasten in Kombination mit ketogener Ernährung und wie ihr davon profitieren könnt, weil es ist auch wirklich eine super Kombination und bietet euch wahnsinnig viele Vorteile. Jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Abend. Ich mache jetzt eine Keto-Lasagne. Ja, ich freue mich schon. Die kommt dann auf meinen YouTube-Kanal. Könnt ihr natürlich auch jederzeit draufschauen. Florence Keto World, genau.
Einfach auf YouTube eingeben und dann seht ihr da so ein paar Essensvideos von mir. Und da wird jetzt heute auch die Lasagne hochgeladen. Und genau, das mache ich jetzt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.